So, hier ist nach der Urlaubspause wieder Mario Tennis Open mit den Star Open. Dem zweiten Cup davon, dem Eisblumen Cup. Heute wieder mit meinem Favoritencharakter, den habe ich doch echt vermisst. Wario. Nachdem es mit Buhu im Wannapilz Cup sogar noch ein bisschen knapp wurde. Und hier Mario auch nur Sternenfelder bekommt. Nur halt Wario, das ist meiner Meinung nach der beste spielende Charakter. Sagt mir einfach in den Kommentaren, wen ihr am besten so zum Spielen benutzt. Denn apropos, es haben sich nach der Anfrage viele gemeldet. Meine Abonnenten, okay, was heißt viele? Ich glaube, es waren jetzt 3 an der Zahl. Ja, das ist für mich von 32 Abonnenten gar nicht so schlecht. Und meinten, ja, ich habe Mario Tennis Open und hätte Bock, gegen dich in einem Part zu zocken. Und darauf hätte ich natürlich auch Bock, selbstverständlich. Und ja, finde ich cool, dass ihr darauf Bock habt. Und wir schalten das Bananenschweißband frei. Also schreibt in die Kommis, mit welchem Charakter ihr gerne spielt. Auf jeden Fall in den Online-Matches werde ich auf jeden Fall mit meiner Mii spielen. Also ihr habt keine Sorge, müsst euch keine Sorgen machen, dass wir irgendwie die gleichen Charaktere spielen. Wann wir es aufnehmen werden, weiß ich jetzt noch nicht genau. Denn ich sag mal so, ich will noch etwas Bestimmtes freischalten dafür. Das werde ich zwar sowieso demnächst oder verdammt, bald frei geschaltet haben, aber ihr werdet schon sehen, es ist, sagen wir so, es ist passend. Nur mal zur Information, also für alle diese 3 Spieler, die jetzt gegen mich online spielen, ich kann sie noch mal aufrufen, es waren Kaktus 1300 hat es. Ich denke mal, er hat auch Bock. Achkeois 5800 und wie hieß er noch? Irgendwie, oh, sorry, wenn ich jetzt deinen Namen nicht mehr weiß, aber der war halt einfach so ein bisschen crazy. Ziemlich lustig. Irgendwie CJL Bum Bum oder so, glaube ich. Also stellt euch jetzt nicht drauf ein, dass ich jetzt gleich, was weiß ich, diese Woche oder so gegen euch zocke. Aber keine Sorge, wir haben noch Zeit bis zu dem Part. Ich hoffe, bis dahin habt ihr dann auch noch Bock, gegen mich zu zocken. Und ja, sonst werde ich es eigentlich versuchen, gegen jeden Spieler ein Match zu machen. In einem Part, denn mehr ist halt einfach nicht drin in einem Part. Und sonst kann ich euch jetzt auch nicht gleich versichern, dass ich, wenn ich den Part jetzt aufgenommen habe, dann noch die nächsten Tage einfach so in meiner Freizeit gegen euch Matches machen. Ich habe gerade sehr viel an Laufen für Tanuki Gamer und auch besonders für Craft the Cookie auch gerade jetzt einiges an Let's Shows und auch Texture Pack Reviews zu starten habe. Und ich spiele sehr defensiv. Was jetzt nicht. Ich bin defensiv zwar gut, aber Wario ist kein defensiver Spieler. Um zum Eisblumen Cup zu sprechen zu kommen, das Ganze spielt sich hier ab auf dem Platz namens Pinguininsel. Die ganzen Pingus. Ich sag mal so, es ist einer meiner Hassplatz eigentlich. Der Hassplatz von mir schlechthin ist dieser Grandplatz oder Sandplatz aus dem Champion Cup, den wir schon gesehen haben, dieser grau, rot-braune da. Und wir haben übrigens das rote Panzer-Outfit freigeschaltet und sind im Finale wieder gegen ein Girl. Kriegen meine Gegner so erschreckend viele Sternfelder.
Egal, es läuft besser, weil wir Wario haben. Ich hatte vor, im nächsten Cup der Star Open wieder einen neuen Charakter zu nehmen, aber wenn ich mir das so angucke, wie viel besser das hier mit Wario läuft, denke ich mal, dass wir ihn bis zum allerletzten Cup der Star Open, zwei Cups sind jetzt noch in den Star Open, wir bis dahin, glaube ich, nur noch mit Wario spielen werden. Dann kommen noch die Minispiele, zwei so eine Art kleine Special Parts, eigentlich sogar drei, und die Online Matches, die stellen mich gerade ein bisschen dumm an. Alter, wie einfach zu kurze Arme hat, dann immer gleich hechten muss. Also auf jeden Fall Online-Matches, ich bin bereit, aber sofort kann es noch nicht losgehen. Davor habe ich noch ein bisschen zu tun. Ich werde euch informieren. Ich hoffe, euch ist nicht irgendwie schon die Lust vergangen. Ich werde, selbst wenn ihr keine Lust habt, wäre es ziemlich cool, wenn ihr trotzdem mitspielen könntet. Ein Match ist es ja nur und ihr seid in einem Part. Wunderbar, ne? Ja, auf jeden Fall, die Pinguininsel mag ich auch nicht, neben dem Grandplatz. Gehört er nicht unbedingt zu meinen Favoritenplätzen. Keine Ahnung. Kann ich nicht irre gut drauf spielen irgendwie. Was schön anzugucken ist, das aber auch nur in den Wiederholungen, ist dieses schöne Polarlicht. Also was die Details hier bei den Plätzen angeht, generell die Grafik, das hat, die haben die Camelot Studios, der für das Spiel verantwortlich waren, wirklich gut hinbekommt, die auch generell für alle anderen Mario Tennis Spiele verantwortlich sind. Grafisch ist das Spiel richtig gut. Ich habe mir auch sagen lassen, in einem Mario Kart Wii Part von Geilkind, der macht ja immer diese Mario Kart Wii News, und was mache ich denn? Das sind jetzt die Camelot Studios, das waren die doch, ne? Ja. Alter Schwede! Immer das gleiche hier. Entschuldige ich mich mal dafür, dass die, also die jetzt ja auch hier dieses Spiel gemacht haben. Das gibt's nicht. Ich spiele wie eine Null. Und ich mache kurz Pause. Dass die Camelot Studios an einem neuen Donkey Kong Spiel arbeiten wollten, wollte ich sagen. Und zwar an so einer Art Donkey Kong Spiel wie Donkey Kong 64. Ich muss sagen, richtig genial fand ich das Spiel auch nicht. Ich habe ein LP davon angefangen zu gucken, habe es aber nicht zu Ende geguckt. Mir war es einfach irgendwie ein bisschen zu eintönig. Keine Ahnung, mir war das... Alter, Mann! Wie ich einfach dauernd denselben Fehler mache. Das ist das sechste Mal. Mir war es einfach... Keine Ahnung, es war nicht so... Mir war es einfach immer der gleiche Spielablauf. Ich meine, natürlich waren es immer unterschiedliche Welten, aber irgendwie war das mir das... mit den Rätseln dann irgendwie alles zugleich und ich hatte keinen Bock mehr. Und es nervt, ihr kriegt Sternfelder, ihr kriegt ein Sternfeld nach dem anderen. Und gut, spiele ich gerade auch überhaupt nicht. Jetzt Abend, es ist die Zocker-Position, ey. Wenn das so weitergeht, dann cutte ich das gleich, bis ich das geschafft habe, weil das ist ja, dass ich spiele wie ein Honk. Ah, obwohl. Ich könnte euch mal den Tiebreak zeigen. Es kommt sogar eine Musik, die ich noch nie gehört habe, weil ich noch nie so weit spielen musste. Tiebreak geht bis 7. Das ist nicht mit 15, 30 oder 40. Das ist immer mit 1:1, also wie im Fußball, bis 7. Und das werde ich hier wahrscheinlich verlieren. Weil ich wie ein scheiß Spast spiele.
entschuldige mich wirklich dazu, dafür. Ich komme aus dem Urlaub, ich habe das lange nicht mehr gespielt. Weg hier, ich fuck. Boah, Tiber. Oh, schau. Nee, ich spiele mir zu behindert heute. Das hört nicht auf, ist es das siebte Mal. Okay, ich habe nicht wirklich mitgezählt, aber das Ganze hier geht bis sieben. Und das nicht mal für das Match, sondern jetzt erstmal nur für den Satz. Keine Ahnung genau, wann das immer einsetzt. Aber es geht mir auf die Schnauze, wie ich hier spiele. Ich werde die kommenden Parts nur mit Wario spielen. Wenn überhaupt, werde ich trainieren müssen. Ich spiele. Und die gewinnt gleich schon den Satz. Ganz tolle Wurst. Und ich glaube, ich werde es jetzt schneiden. Das wird euch zu langweilig. Mir sowieso gerade in der Position. Gib mir den Scheißsatz. So. Ne, das müsst ihr jetzt nicht mehr tragen. Ihr seht, die wird jetzt immer. Wahrscheinlich wird sie sogar noch ein paar Spiele gewinnen. Ja, zack. Also, wie oft ist mir der Fehler von eben jetzt offscreen noch passiert? Ich habe aufgehört zu zählen. Wir haben übrigens den Cheap-Cheap-Schläger für den Item-Shop freigeschaltet. Meine Güte, sorry für den ersten Fail-Part. Und der Eisblumen-Cup der Pinguininsel gehört uns. Wohin geht's jetzt? Bei den Star Open. Zum Panzercup oder roten Panzercup. Wir sind gespannt. Bis zum nächsten Part, Leute. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, auch wenn das hier ziemlich failig ist. Und sagt mir, mit welchem Charakter ihr am liebsten zockt. Bis dann. Ciao.